Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Und heute ist der dritte Part von Minecraft Survival. Und ich muss wirklich mir mal was zu essen besorgen. Vielleicht gehe ich auch heute schon in eine Höhle. Es wäre eigentlich ganz spannend, mal zu sehen. Aber als erstes muss ich ein bisschen mich vorbereiten. Erstmal ein bisschen hier die Tiere abfarmen. Komm. Zwei Hühner. Komm, ich lass die Hühner in Ruhe. Sollen ja noch ein schönes Minecraft-Leben haben. So. Was ist hier los? Hier ist wieder ein Apfel. Die Hühner nehme ich mir irgendwann und sperre sie in ein Gitter ein. So. Jetzt brate ich mir erstmal was Schönes hier. Habe ich noch ein bisschen Kohle auf Lager? Ja. Das müsste reichen. Und ich möchte ja nicht verhungern. Hier mache ich den zweiten Apfel dazu, weil Äpfel sind halt toll. Mal für Essensbeschaffung und so. In der Zeit kann ich auch noch ein bisschen Holz abfarmen kommen. Damit ich da keine 10 Stunden rumstehen muss. Zwei Sachen gleichzeitig machen ist immer gut. So ein bisschen Holz kann ich sowieso für die Höhle gebrauchen. Einen Baum fäll ich mal. So, man braucht ja auch keine 10.000 Stacks Holz. Einen Ofen mache ich mir da unten auch dann. Und ich habe jetzt erstmal Keep Inventory angelassen, weil, ja, lasse ich erstmal an einfach. Ja, ich bin jetzt fertig. Das Rindfleisch wird noch gebraten. Erstmal ein bisschen essen. Ich möchte hier ja nicht verhungern. Ja. Das wäre ein bisschen Essensverschwendung gerade gewesen. Die Lachse lasse ich auch erstmal in Ruhe. Ich finde es schade, dass man Fische nicht züchten kann, meines Wissens nach. So. Ich würde sagen, hier das eine Steak, das lasse ich hier mal noch drin. Und ich würde sagen, wir brechen mal auf in die Höhle, aber vorher mache ich mir ein paar Fackeln. Fackeln sind immer gut. Ja, ich werde jetzt hier auch keine 10 Stunden in der Höhle verbringen. Erstmal nur so ein bisschen die Höhle erkunden, vielleicht mal Eisen finden. Mal gucken, auf was man. Hier, lol. Mal gucken, ob es hier irgendwo eine Höhle gibt. Ich habe doch hier neulich eine gesehen. Ich bin auch so idiotisch. Ich brauche natürlich die Fackeln. Ich will ja hier nichts verschwenden. Hier habe ich gepflanzt. Hier muss doch irgendwo die Höhle sein, die ich neulich gesehen habe. Hier. So. Wo gehe ich denn lang? Entweder hier. Okay, 4 Minuten ist der Part lang schon. Oder hier. Das sieht schöner aus. Komm. Ich mache immer nur, wenn es ganz dunkel ist. Damit ich nichts. Oh, hier ist schon Eisen direkt. Erstmal ein bisschen Kohle mitnehmen. So ein bisschen Kohle ist ja immer gut mitzunehmen. Und dann nehme ich das ganze Eisen hier schön mit. Ja, Eisen. Hier liegt doch alles noch rum. Ich nehme all das Eisen mit. Ich habe jetzt gleich 4 Eisen. Okay, ich kann mir gleich eine Spitzhacke machen. Ich farme hier mir kurz Steine ab. Ja, okay, hier richte ich mich mal kurz ein. Also eine Workbench zum Mitnehmen. Dann
baue ich hier so ein bisschen Stein ab für den Ofen. So, das reicht. Und dann mache ich mir einen Ofen. Der eine Stein, der kann ja bleiben im Inventar. Und dann mache ich mir hier ein bisschen Eisen, benutze die Kohle. Dann mache ich mir gleich eine schöne Spitzhacke. Kann man das Essen hier so in der Nähe? Hier ist nochmal schönes Eisen. Wow. Hauptsache, man hat mal ein bisschen Eisen dabei. Eisen ist nie schlecht. Vor allem, wenn man irgendwann auf Diasuche gehen will, wird Eisen auch ziemlich wichtig. Sogar notwendig. Okay. Ich gehe in der Folge noch nicht so tief in die Höhle. Wie viele haben? Okay. Dann kommt. So. Ich bin schon mittlerweile Level 5. Ich mache mir gleich noch ein Schwert dazu. Zu meiner Spitzhacke. Ist nichts. Damit ich ein bisschen besser vorbereitet bin. Dann mache ich mir noch irgendwas. In der Zeit kann ich ja hier noch mal ein bisschen erkunden gehen. Es ist jetzt nicht die großartigste Höhle, die ich hier sehe. Es ist hier zwar ganz nett, aber nee, nicht das Wahre. Und dieses Leder ist echt unnötig. Ich kann es zwar irgendwann mal gebrauchen. Vielleicht kann ich mal Schuhe oder so draus machen. Aber den Helm habe ich ja schon zur Zeit. So, wir müssen auf jeden Fall mal in eine andere Höhle irgendwann gehen, weil die Höhle ist echt langsam und es wird langweilig und es wird langsam wieder Nacht sogar schon. Die Höhle ist langsam, genau. Was ist heute mit mir los? So, ich kann mir. Was mache ich mir denn Schönes? Einen Helm habe ich ja schon. Eine Hose? Eine Hose könnte ich mir gleich machen. Ja, ich mache mir eine Hose. So, eine Hose schützt schon hier was. Und das ist ganz praktisch. Das nehmen wir jetzt mit. Mal gucken. Vielleicht gibt es da draußen ja noch was zum Campen. Zum Kämpfen meine ich. Oder so. Zum schönen Abschluss der Folge. Vielleicht mal ein Zombie oder so. Ein Bett müsste ich mir langsam auch mal machen. Ich möchte nämlich nicht die ganzen Nächte rumkämpfen. Kämpfen macht zwar Spaß, ist schön und gut und so. Oder soll ich hier mal reingehen? Ich guck es mir hier mal an. Vielleicht ist hier ja was. Oder ist hier nichts? Nee, hier ist nichts. Die Fackel nehme ich mit, da habe ich mir eine gespart. Och, jetzt hänge ich hier drin fest. Ich mache es mal. Ich muss hier jetzt erstmal rauskommen. Hier war doch irgendwo so eine schöne Treppe. Genau. So. Da hinten geht es, glaube ich, zu meinem Haus. Komm, ich farm da hinten vielleicht nochmal das Zuckerrohr ab. Und bestimmt ist da hinten noch ein Creeper oder. Ja, hier ist ein Creeper. Komm, komm her. Achtung! Oh, der geht in die Luft. Was ist da hinten? Das erkunden wir alles irgendwann mal anders. Erstmal muss ich hier ums Überleben kämpfen. Zuckerrohr kann man nämlich auch immer gut anbauen. Ich baue es, glaube ich, bei mir ab. An. Ich baue es hier an meinem Dings an. So, die Folge geht schon 9 Minuten. Hier ist meine schöne Höhle. Och nee, ich. Oh nein, ich habe mir das Ding da aufgelassen. Und wieso sind eigentlich die Fackeln vom letzten Mal weg? Wahrscheinlich habe ich nicht gespeichert oder so. Alles Zeug ist hier noch drin. Vielleicht hier lege ich die Kohle mal zurück. Das brauche ich denn gerade noch nicht. Die Wolle würde ich ungern weglegen und das Holz auch nicht. Das Zeug kann ich mal hier reinlegen. Nein, da, den Ofen.
Komm, ich nehm's für die nächste Höhlentour mit. Das kann ich auch mal langsam weglegen. Ich höre eine Spinne. Die besiege ich noch. Die kriecht bestimmt auf dem Dach rum. Ja, ich wusste es. Ich musste hochkommen. Das reicht aber erstmal als Unterschlupf für die nächsten Tage hier. Kann ich mir noch irgendwas Schönes craften aus den Fäden? Was soll ich mir machen? Ich brauche mal Holz. Stöcke. Mache ich mir eine Angel oder einen Bogen? Ein Bogen kommen. Eine Angel kann man sich auch später machen. Wenigstens habe ich jetzt schon mal drei Pfeile und den Faden kann ich auch zurücklegen. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da und ciao!